Es ist mit seinen 14 Metern nicht nur sehr hoch, sondern mit seinen rund 40 Tonnen auch extrem schwer und massiv. Das neue Dock in Halle 1 ist sozusagen der Mercedes unter den Flugzeugdocks. In ihm können anders als in den vorhandenen Anlagen nicht nur Flugzeuge vom Typ Boeing 737 versorgt werden, sondern durch die Höhenverstellbarkeit auch der Airbus A320. Das macht das Dock zu einem einzigartigen Kombimodell. Das Aufrüsten der Flugzeugwerft hat sich die TUI Fly 400.000 Euro kosten lassen. Eine hohe Investitionssumme und zugleich ein eindeutiges Statement für die Zukunft des Standortes Hannover. Wir wollen hier bleiben. Wir haben hier, sagen wir, sehr viele Mitarbeiter, technisches Personal. Unsere Verwaltungszentrale ist hier fliegendes Personal. Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass das auch so weitergeht. Und damit dazu ist dieses Dock hier ein guter Beitrag. Sie wissen, das ist auch hier unser technischer Schwerpunktstandort. Und dazu hilft uns zum Beispiel auch die in Hannover 24-Stunden-Flugmöglichkeit, dass wir unsere Flugzeuge ja immer auch zur technischen Wartung jederzeit herbringen können. Und da sehe ich mit Optimismus in die Zukunft. Am 30.10.2011 ist Premiere, denn dann beginnt die Heavy Maintenance, in der bis Mitte April 2012 insgesamt 27 TUI-Fly-Flugzeuge auf Herz und Nieren geprüft werden, damit der Osterreiseverkehr sicher starten kann.